Ja, wie treiben wir jetzt am besten noch 73 Turbinen auf? Was hast du denn dazu zu sagen? Ein paar Mal sammeln sich Händler aus, ja, das Jungs, ich brauch Geld und ich so eine Scheiße hier. Wir erzählen uns hier, mir hab ich nicht voll. Ach Gott, jetzt mischt das an, jetzt hier. Jetzt die Biene auftreiben. Hopp, hopp, hopp. Wie hoch ist der Turm? Mein Schalter. Ich hoffe, es passiert was und es kommt Geldregen. Das hat sich ja gelohnt. Naja. Damit werden wir wahrscheinlich irgendwann noch was anfangen können. Auf jeden Fall jetzt nicht. Und ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwas hier anzufangen. Ich möchte jetzt 70 Rubine, beziehungsweise 73. Weil es bestimmt ein Segel sein wird. Und du, was bist du hier für ein... ja, zum ersten Mal von der... Vor einer Zeit habe ich einem fremden Reisenden mein Haus angeboten, auch dieser vergalt es mir, indem er mir meine wertvolle Futterbox stahl. Das ist also der Weltenlohn für meine Wohltat. Kein Wunder, dass mir da eben misstrauisch wird. Du magst dein Kind sein, aber woher kann ich wissen, dass ich nicht eh... Bitte fahr sofort mein Haus. Husch, husch. Irgendwie sind diese ganzen Leute hier ziemlich... der Fotoboxen habe ich zu reich, aber keine einzige davon lasse ich mir stellen. Husch, husch. Also, die ganzen Leute hier sind ziemlich unfreundlich, habe ich festgestellt. Der andere will 70 Rubine von mir, nur weil ich ein wenig in seinem Haus randaliert habe. Der andere schmeißt mich raus, weil er mal beklaut wurde. Naja, mal schauen, was uns in dieser Bude hier erwartet. Dann werden wir bestimmt auch wieder verjagt. Mal gucken. Oh, hier kann man irgendwas spielen, nehme ich mal an. Für Kinder macht das den Original, das den Spaß? Nö. Ich habe nämlich kein Geld mehr und deswegen will ich dir jetzt irgendwie Geld abziehen. Was gibt's denn hier oben? Vielleicht kann ich dir hier oben ja Geld abziehen. Hier haben wir schon mal nix. Aber... hier ist ein... Ich verstehe. Diese Windmühle dient einem Riesenrad. So mehr oder weniger zumindest. Vielleicht, ich gehe nochmal dahin und quatsch nochmal mit dem Kerl. Vielleicht sagt er ja, spring auf den Schalter, dreh die Mühle und du bekommst 73 Rubine von mir, damit du dir dein Segel kaufen kannst. Glaube ich zwar nicht, dass es passiert, aber... mal schauen, was er mir zu erzählen hat. Und? Das ist ein windbetriebenes Riesenrad. Früher hat es sich hier halt mit dem Wind gedreht, doch da ist kein günstiger Wind mehr weht, steht bedauerlicherweise still. Alles nicht, also wenn es kaputt wäre oder so, bestimmt würde es sich auch wieder drehen, wenn ein günstiger Wind wehen würde und jemand den Schalter hin betätigen würde. Momentan der Wind nach Osten in mir scheint. Ja, gut. Auch wieder falsch gedacht. Aber den Wichser hier, den gehe ich jetzt mal besuchen, den schlage ich jetzt zusammen. Weil ich glaube, das ist der Robo-Schock, wo der Penner wohnt. Dann soll ich mal mein Gold Biene wiedergeben soll. Ich glaube, Spinne. Wo bist du, du Drecksack? Ah, ich reiß dir alles auseinander. Wenn ich das wage, warum soll ich nicht auch ein Junge wie mir nehmen können? Oder? Meine einzige Tochter wurde nämlich in den Sitzschulen und ja, das ist nicht die einzige. Dutzende mit ihrer Rettung beauftragt, aber bisher hat es noch keiner vermocht, sie mir wiederzubringen. Meine Fähre ist mein Ohr. Meine über alles geliebte Tochter, auch wenn heute Nacht endlich wurde. Ein kleiner Junge mit dir schon mal zu beauftragen, da ist mir ehrlich gesagt auch nicht gerade besonders wohl in meiner Haut, aber so, dann konntest du vielleicht meine Tochter für mich retten. Sicher kann ich das. Sobald du sie erinnern hast, ich will dich belohnen. Geld werde ich überraschen, Junge. Ach was. Ausgesagt haben wir, wirst du. Jawohl. Ja, ich scheiß auf deine Tochter. Du hast mir gerade eben Gold gezogen. Ja, Rubine abgezogen.
Kiste. Und da lagerst du bestimmt dein Geld. Ich jetzt abziehe. Nein, ist doch nicht. So, wenn ich jetzt rausgewiss, ist am Ende wieder, ne? Weil du sagst jetzt beklaut, du Penner. Nee, doch nicht. So, da sind wir den Rubin hier schon wieder ein bisschen näher gekommen. Wir haben schon ganze 32 mittlerweile. Das, ach Maul, das macht die Kuh aber auch nicht fett. Uns fehlen immer noch zu viel. Hau ab. Warte mal, ich hab da so ein komisches Futter gekauft, glaube ich, ne? Yes. Und jetzt. Wie? Oh, das gab Rubin. Nur 53. Vielleicht mal du Wichser. Ja, wie gesagt, ich berette deine verkackte Tochter. Komm nochmal. Tu es und finde Rubine. Das sind immerhin nicht genug, mir fehlen noch 20. Vielleicht findest du hier noch ein paar mehr. Wäre cool. Ja. Das reicht jetzt, glaube ich, oder? Nein. 73. Uns fehlen noch 7 Rubine und ich habe kein Futter mehr. God damn it. Oh je, deine ganze Sache steht ja auf Feminist geschrieben. Wenn du dich ein bisschen um meine Schwänchen kümmerst, bringt auch meine Zeit natürlich anders. Na, was sagst du dazu? Hab ich ja schon. Denk ja schon, worum es geht, meine schon. Wenn du... Sei doch so gut und bring mir mein Baby, wenn du ihn mir innerhalb von 2 Minuten bringst, als ein besseres Merkmal, tja, das ist etwas trantütig. Mein Schwein sind echt mein Ein und Alles. Setz deine Blut neben mir ab. Bist du bereit? Und auf. Ja, dann hast du gerade Zeit, mach das Start. Und los. Sagen wir doch mal. Ach, das ist ja überhaupt kein Spiel, das ist ja überhaupt nichts für mich. Du Penner, du behindertes Schwein, Alter. So, da haben wir doch schon mal eins. Ich hoffe für dich, du bist das richtige Schwein. Aber ich meine doch gar nicht ein trantütiges Schwein. Dann schauen wir doch mal direkt irgendwo anders da, weil das wäre dann hier scheinbar viel zu einfach, wenn es hier irgendwo rumstehen würde. Es wird bestimmt irgendwo... Vielleicht ein Baum. Ja, haben wir festgestellt, aber passiert ja nichts. Trantütig. Unverschämt, ja, und außerdem wahnsinnig, ja, jetzt Maul, Alter, ihr labert Scheiß. Was geht hier? Hier vielleicht irgendein Schwein am Start? Nee, aber die Kisten. Trantütig. Das ist überhaupt wieder vorgelesen, richtig vorgelesen habe ich mich bei mir. Verpisst euch, ihr kleinen Scheißkinder. Da ist ein Schweinchen. Sehe ich denn überhaupt die Zeit? Ich denke mal, die 2 Minuten sind schon längst rum jetzt mittlerweile mal, oder? Naja, wir werden sehen. Wir geben das jetzt ab und schauen, ob es das Richtige ist, aber so wie ich denke, wird es wahrscheinlich nicht das Richtige sein bei unserem Glück. Tut mir leid, aber die Zeit ist um. Du musst ganz schön